Eine Merete. Wo bin ich? In einer Druckkammer. Du kommst nie wieder hier raus. Du weißt, dass du noch eine Reha machen könntest. Nein, das will ich nicht. Ich möchte wieder arbeiten. So wie es dir jetzt geht, wäre es unverantwortlich, dir einen Mordfall zu geben. Ich habe was anderes. Das Justizministerium hat Geld für ein neues Dezernat locker gemacht. Das Sonderdezernat Q. Unaufgeklärte Fälle der letzten Jahre sollen nochmal durchgesehen werden. Du beschwerst dich doch immer, wie die anderen arbeiten. Das müsste dir doch Spaß machen. Du bekommst einen Assistenten. Hallo, Asad. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, mit welchem Fall du anfangen willst. Merete Lynggaard, erinnerst du dich? Jung, hübsch, weg. Sie hat Selbstmord begangen, ist von der Fähre gesprungen. Würdest du deinen schwerbehinderten Bruder mitnehmen, wenn du vorhättest, über Bord zu springen? Ich habe nicht solch einen Bruder. Nein. Was willst du überhaupt mit dem Fall? Es war Selbstmord. Wenn mich einer umbringt, dann versprich mir, dass du meinen Fall nicht übernimmst. Merete hatte bei einem Kongress in Schweden eine Affäre. Wir müssen rausfinden, wer da teilgenommen hat. Schließ den Merete Lynggaard-Fall ab und schreib einen Bericht. Merete, möchtest du sehen, wer ich bin? Hast du rausgefunden, warum du hier bist?